Angefangen wir mal beim Einfachsten. Hier haben wir einen Akku. Ja. Also unsere Energiequelle zum Fahren. Dann haben wir hier einen Motor. In dem Fall ist es ein Brushless-Motor. Der ist besser wie die alten Burschenmotoren, weil er keine Kohle verbraucht. Ja, hier haben wir den Regler. Der Regler steuert den Motor und liefert auch den Strom für den Empfänger und für den Servo. Dann haben wir hier einen kleinen Empfänger drin. Und ja, genau. Das ist schon der Empfänger. Und dann haben wir hier noch ein Bauteil, das ist der sogenannte Servo, der für die Lenkung zuständig ist. Ja, der steuert also hier über den Hebel, kann ich das steuern und er lenkt dann. Dann haben wir hier noch für unsere Zeitmessung ein weiteres Teil im Auto. Das ist hier das kleine rote, der sogenannte Transponder. Ja, wenn ich den über unsere im Boden verlegte Schleife drüber fahre, wird das von unserem System erkannt. Der hat eine kodierte Nummer und er weiß unsere Zeitnahme ganz genau, welches Fahrzeug ist drüber gefahren und stoppt dann die Zeit. So, hier haben wir noch wie beim richtigen Auto ein Diff, Differential, ja, das dafür zuständig ist, dass die Räder unterschiedlich sich drehen können von der Geschwindigkeit, sonst komme ich nicht sauber um die Kurve rum. Ja, also wie im großen Auto. Hier haben wir die Stoßdämpfer mit entsprechenden Federn. Ja. Das ist jetzt eine harte Feder, vorne haben wir eine bisschen weichere, das geht jetzt ein bisschen sanfter. Viel mehr Technik haben wir nicht im Auto, haben wir noch eine Karosserie dazu und jetzt sieht es ein bisschen blöd aus. Ja. Und natürlich dann der Sender, um das ganze Zeug zu steuern. Marius, bitte, hast du Dämpferöl da? Nein. Ja, da haben wir noch ein paar Messwerkzeuge, das ist jetzt die Höhenlehre. Die können wir jetzt mal live zeigen. Ja. Das heißt, ich fahre jetzt unter das Fahrzeug, zum Beispiel im Hinterbereich, und guck, wie weit ich das drunter schieben kann, bis es stoppt. Und dann habe ich die Höhe. Ja. Messe es dann auf beiden Seiten. Ja. Jetzt sehen wir, das Auto steht eigentlich schief. Wir haben jetzt 4,5 und hier haben wir plus 5 gehabt. Ja. Also im Betrieben steht das Auto jetzt so da. Ja. Und das machen wir dann auch vorne und hinten. Und da gibt es bestimmte Werte, wo man ein bisschen einstellt und rumprobiert, was ist besser, was ist weniger gut. Ja. Man könnte jetzt übertrieben auch relativ hoch fahren, aber schert sich dann nicht so drüber. Was man auch noch kontrolliert immer wieder, ist der Sturz. Da gibt es ein extra Werkzeug dazu, diese sogenannte Sturzlehre. Da stelle ich meine Lehre, die ich haben möchte, zum Beispiel in 1,5 Grad. Und dann stelle ich das hier zum Fahrzeug so hin. Und dann gucke ich, ob der Spalt oben und unten passt. Ja? Und das jetzt, ja, das passt das gerade? Ne, passt jetzt nicht. Das heißt, wir haben oben einen kleinen Spalt und unten stehen wir an. Ja, das heißt, hier müsste ich dann, wenn ich jetzt diesen Wert haben wollte, nachstellen. Ja, wir haben jetzt also, wenn ich könnte das jetzt hier so bewegen. Ja, stimmt also jetzt in dem Fall nicht, wenn ich das 1,5 Grad haben will. Ja, und dann gibt es hier, wenn ich jetzt den Wert überstellen möchte, gibt es jetzt hier Schrauben. Die muss ich dann drehen, damit ich diesen Wert überstellen kann. Da haben wir einen schönen kleinen Schlüssel dazu. Ja, ist ja ein kleines Auto, also haben wir auch kleinere Schlüssel dazu. Ja, und dann kann man hier das entsprechend einstelle. Ja. Nun verändert sich das. Ich drehe es jetzt mal ganz extrem, dass man den Unterschied wirklich sieht. Ja. Und wenn wir jetzt das wieder so hinstellen, dann sehen wir, dass es jetzt, dass der obere Spalt jetzt noch größer ist wie vorher. Ja. Und hier kann man jetzt wirklich die Neigung von dem Grad, von dem Grad einstellen. So, das ist nochmal das Hauptwerkzeug, was man tut und macht und pflegt und viel ausmacht, wie ein Auto fährt oder nicht. Und die Karosserie setzt man einfach drauf? Die Karosserie setzt man drauf,
Da haben wir Löcher. Das auch, die Karosserie war jetzt schon mal auf einem anderen Fahrzeug, deswegen hat es hinter vier Löcher. Ja, das setzen wir drauf. Dann haben wir hier so genannte Karosserie-Splinte. Ja, die schiebt man da einfach durch. Also die Stifte haben Löcher. Schiebt man das durch und dann wird es verklemmt. Okay. Und somit kann die nicht mehr runterrutschen. Ja, das macht man dann alle vier und vordergerisch. Es gibt auch viele unterschiedliche Karossen. Von sogenannten Tourenwagen. Darüber haben wir welche, die aussehen wie ein Lastwagen. Irgendwo die Lilane. Seht ihr irgendwo? Hält man der Lilane hoch? Ja, das ist die sogenannte Traktkarosse. Sieht sehr unförmig aus, fährt sich aber genial. Also am Anfang, wo wir die mal gekauft haben, haben wir gedacht, das wird immer umkippen, ja, weil das so hoch ist. Ist aber nicht der Fall, das fährt sich genial. Also müssen wir den ganzen Winter nur die fahren. Und dann ist so, dass sagen wir, die, wo das jetzt hobbymäßig intensiver betreiben, es gibt verschiedene Karossen. Und jede hat eine gewisse Eigenart. Ja, rein von der Formgebung. Das heißt, die eine Karosserie hat gleichmäßig vorne und hinten Druck. Das heißt, ich brauche eine Karosserie, die einfach Druck auf die Achse gibt. Ja. Und zum Beispiel die Porsche-Karosserie, wo wir jetzt hier sehen, die sieht zwar schön aus, fährt sich aber nicht schön. Ja. Und so gibt es von den Herstellern einfach Karosserien, die haben vom Charakter her funktionieren die anders. Die eine geben hinten mehr Druck, die andere geben vorne mehr Druck, die eine sind gleichmäßig. Ja, er fährt jetzt zum Beispiel eine Audi-Karosse, die sehr viel auf die Vorderachse drückt. Ja, das heißt, ihr habt vorne sehr viel Griff. Ja, jetzt zum Vergleich, ja, das sieht jetzt einfach ganz anders aus, wenn man die jetzt mal so vergleicht. Ja. Du schießt mal auch irgendwo.